Heute muss es schnell gehen, ich stehe im Halteverbot. Also, legen wir los, Knieschleifer. Ihr habt richtig gelesen, Banban Mario Battle Stadium ist ein Spiel, das es in Japan für den Super Famicom gab. Das Spiel konnte man sich über den Satellaview runterladen. Der Satellaview ist ein Add-on für das Super Famicom, das es leider auch nie zu uns geschafft hat. Das Spiel erschien in Episoden. In der ersten gab es als Charaktere Mario, Luigi und Toad. In der zweiten kam Wario dazu, der zwar in Episode 1 vorkam, aber nicht spielbar war. Episode 3 fügte Prinzessin Toadstool in den Kader mit ein. Und in der letzten Episode kam Yoshi. Dafür musste aber Luigi gehen, ja, irgendwie komisch. Es kommen auch rote und grüne Koopa Troopers vor, aber die sind nur vom Computer spielbar. Kommen wir zum eigentlichen Spiel. Naja, es ist Excitebike mit Mario draufgeklatscht. Es spielt sich auch genau wie Excitebike. Die Spur wechseln, einen Wheelie über Hindernisse und gegen die Kontrahenten machen und die gute Kiste nicht überhitzen lassen. Habt ihr es am NES gespielt, findet ihr euch hier sofort zurecht. Natürlich dürfen einem Mario die obligatorischen Münzen nicht fehlen. Sammelt ihr 5, überhitzt eure Maschine für das restliche Rennen nicht. Gerade das hat Excitebike für mich ein bisschen ausgemacht, dieses ständige Managen zwischen Gas geben und nicht überhitzen. Wird man vom Gegner vom Bike gezogen, ist dieser Super-Mau-Zustand zum Glück wieder weg. Was ich hier wirklich gut finde, dass man gegen die Mitstreiter richtig fährt. Also wenn ich einen überhole, dann bin ich auch einen Platz weiter vorne. Bei Excitebike war es ja immer mehr ein Rennen gegen die Zeit. Bonuslevel gibt es auch, mit Geschwindigkeit und Können springt ihr über verschiedene Anreihungen von Buhus. Oder ein Bonuslevel mit einem klassischen Weitsprung. Nette kleine Ideen, da hätte man aber ruhig noch 2 oder 3 dazu packen können. Der Streckeneditor wurde hier komplett entfernt. Ziemlich uncool, aber habe es damals auch nicht so oft benutzt. Aber wenn Freunde da waren, hat man sich doch schon gegenseitig Arschlochstrecken gebaut. Auch die Ladezeiten sind viel zu extrem. Ja, ihr habt richtig gehört, extreme Ladezeiten auf dem Super Nintendo. Da es aber vom Satellaview kommt, kann man da nicht drumherum. Kann schon gut 2 Minuten dauern, bis man im Spiel ist. Boah, dauert das lange, ich hab Durst. Ein paar Sprachsamples aus Mario Kart 64 sind auch mit drin, die natürlich ein wenig schlechter klingen als auf dem 64-Bit-Kasten. Musikstücke dürfte es eines geben, sonst nur Soundeffekte. Echt dürftig, da Super Mario Kart zum Beispiel wirklich Meisterstücke hat, wenn es um die Musik geht. Wow, eigentlich sind es ziemlich viele negative Sachen. Kein Streckeneditor, lange Ladezeiten, keine Musik und durch die Münzen sehr vereinfacht. Das Schlimme ist, ich mag Excitebike und liebe die 16-Bit-Präsentation und deswegen blutet mir richtig mein Herz. Hätten sie nicht nur eine Art Remake gemacht mit Mario, sondern eine richtige Fortsetzung mit dem ganzen Mario-Universum, wäre ich so abgegangen. Ikonische Musik wie in Super Mario Kart, einen ordentlichen Mehrspieler-Modus und einen Streckeneditor. Da hätte der Westen bestimmt nicht Nein dazu gesagt. Also ich nehme jetzt einfach mal die Freiheit, für den Westen zu sprechen. Das hätte so eine Multiplayer-Granate werden können und so kann ich es nur wirklichen Die-Hard Mario und Excitebike-Fans empfehlen. Wollt ihr also eine gute Alternative mit Geschwindigkeit und viel Action, dann kann ich euch Turbo Toons empfehlen. Ja, ist ja gut. Ich fahr schon weg. Naja, ich stehe im Halteverbot und wir sehen uns zum nächsten Mal. Fahrt vorsichtig. Ciao.